Wenn das Skiverbot kommt, dann will Österreich Schadenersatz von der EU. Und die Grammy-Nominierungen sind draußen. Wer darf sich am meisten Hoffnungen machen, beim wichtigsten Musikpreis der Welt abzuräumen? Und zum Wetter habe ich noch ein Klugscheißerwort für euch. Inversionswetterlage. Das haben wir nämlich aktuell bei uns in Österreich. Inversionswetterlage heißt, es ist anders, als man eigentlich gewohnt ist. Nämlich oben auf den Bergen ist es wärmer als unten im Tal. Dazu in den Alpen strahlender Sonnenschein heute mit bis zu 12 Grad. Und im Flach- und Hügelland dicker Nebel und Hochnebel. Da schaffen wir es heute stellenweise nicht mal mehr als minus 1 Grad hinaus. Da kann es dann auch sein, dass der Nebel auf der Straße gefriert, also da bitte extra vorsichtig sein. Damit Servus, Hallo und guten Morgen bei deinem Morning Update am Mittwoch. Heute ist der 25. November 2020. Italien sagt, wir wollen, dass in Europa niemand mehr Skifahren darf, zumindest bis nach den Weihnachtsferien. Damit wollen sie die Verbreitung von Corona verhindern. Dieser Vorschlag kommt in Österreich jetzt nicht besonders gut an. Kein Wunder. Erstens, wir lieben Skifahren und zweitens machen viele von unseren Betrieben in der Skisaison den Großteil von ihrem Umsatz. Und dann wäre das ziemlich bitter, wenn der wegfällt. Unser Finanzminister Gernot Blümel sagt dazu, wenn die EU tatsächlich vorgibt, dass die Skigebiete geschlossen bleiben müssen, dann bedeutet das Kosten von bis zu 2 Milliarden Euro. Wenn die EU das wirklich will, dann muss sie auch dafür bezahlen. Aber fix ist ja momentan noch nichts, was das angeht. Jetzt wird erst einmal über den Vorschlag aus Italien diskutiert. Aber irgendwann soll es dann doch eine Entscheidung geben. Ich meine, so lange dauert es jetzt auch nicht mehr bis zu den Weihnachtsferien. Und wir Skifahrer und natürlich auch die Betriebe in den Skigebieten wollen gern ein bisschen planen. Dass die Polizei mutmaßliche Einbrecher, die sie festgenommen hat, anzeigt, ist ja nichts Außergewöhnliches. Aber gestern sind drei Verdächtige in Wien auch nach dem Corona-Gesetz angezeigt worden. Bei einem Einbruch in eine Trafik in Floridsdorf ist die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen worden und mehrere Stangen Zigaretten gestohlen worden. Kurz darauf sind drei verdächtige Personen zwischen 17 und 21 Jahren festgenommen worden. Neben der Anzeige wegen Einbruch und Diebstahl sind die jetzt auch aufgrund des Covid-19-Maßnahmengesetzes angezeigt. Denn es gilt ja grundsätzlich eine Ausgangssperre. Und ein Einbruch ist da kein offizieller Ausnahmegrund. In der Nacht sind die Nominierungen für die 63. Grammy Awards verkündet worden. Beyoncé ist da die große Favoritin. Keine wird so oft wie sie nominiert. 9 Mal. Und das, obwohl sie in dem Zeitraum, der für die Preise gilt, nicht einmal ein Album veröffentlicht hat. Ja, dafür reicht offenbar bei ihr ein Solosong, ein Duett und Filmlieder. Über 6 Nominierungen können sich Taylor Swift, Roddy Ricch und Dua Lipa freuen. Die Vorjahresabräumerin Billie Eilish geht dieses Jahr mit 4 Nominierungen ins Rennen. Genauso wie Justin Bieber. Und diese App kann angeblich die Geräusche von Katzen in menschliche Sprache übersetzen. MeowTalk heißt die App und kommt von einem ehemaligen Amazon-Ingenieur, mit der Katzenlaute ganz genau interpretiert werden können. Dazu muss man allerdings sagen, dass Katzen nachgewiesenermaßen überhaupt keine eigene Sprache haben. Also sie können sich nicht einmal untereinander mit ihren Miau unterhalten. Aber die App soll das für den Menschen möglich machen? Naja, angeblich hat die App zu Beginn auch nur 13 Grundphrasen eingespeichert. Je öfter wir dann den Algorithmus mit den Geräuschen von unseren Katzen füttern, desto genauer wird sie. Okay, das klingt zumindest logisch, aber ich glaube, es wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen, ob diese Übersetzer-App nicht komplett für die Katze ist. Das war das Wichtigste jetzt mal für euren Start in die Früh. Wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Update hier bei Push auf Krone TV.